Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landgrid. Willkommen zu einer neuen Folge Lorecore und willkommen zurück in der Welt von Fallout 4. Heute werfen wir wieder mal einen Blick auf eine der vielen markierten Locations, die wir in Fallout 4 vorfinden können. Und heute untersuchen wir mal Dunwich Boris etwas genauer. Dunwich Boris war vor dem Krieg eine Steingrube, ein Tagebau, an dem Gestein abgebaut und zur Weiterverarbeitung abtransportiert wurde. Auf dem Weg, um diese Location zu untersuchen, wird unsere Hauptfigur gleich mal von einer Todeskralle begrüßt. Ein guter Einstieg für diese Location. Direkt neben der Todeskralle befindet sich ein Bus. Dieser ist im Inneren ungewöhnlich sauber für Fallout 4 Verhältnisse und in ihm lagern in verschiedenen kleinen Ansammlungen unterschiedliche Nahrungsmittel. War dieser Bus hier ein Notlager für jemanden? Es sieht nicht so aus, als hätte hier wirklich jemand gelebt, aber vielleicht hat hier für schlechte Zeiten jemand ein paar Nahrungsmittel in diesem Bus versteckt, wenn auch ziemlich offensichtlich, ob die Person, die dieses Lager angelegt hat, wohl zu einem Opfer der Todeskralle in der Nähe wurde? In diesem Bergwerk selbst haben sich mittlerweile Raider angesiedelt. Der Ort wurde zu einer regelrechten Raider-Festung. Hier leben viele erfahrene Kämpfer, teilweise sogar mit Powerrüstung oder schweren Waffen ausgestattet, die unserem Protagonisten das Leben bei seiner Ankunft ganz schön schwer machen. Zum Glück finden wir im Inneren eines Gebäudes einen Terminal, über dem wir immerhin drei Geschütztürme lahmlegen können. Besser als nichts. Dieser schwer bewaffnete und gut ausgebildete Raider-Trupp ist wirklich schon schlimm genug, auch ohne diese Geschütztürme. Nachdem unsere Hauptfigur die Raider-Bedrohung ausgeschaltet hat, können wir uns ein bisschen in dieser Location umsehen. Besonders aufgefallen ist mir die noch funktionierende Seilbahn, die sich inmitten dieser von Kabel und Stahlseile übersäten Grube befindet. Diese scheint nämlich noch vollständig funktionstüchtig. War diese immer schon intakt? Hat sie den Fall der Bomben hier unten in dem Loch gut überstanden? Oder haben die Raider sie vielleicht wieder repariert oder vielleicht sogar erbaut? Wahrscheinlich hatten diese Raider auf jeden Fall etwas Ahnung von Technik. Unten am Boden dieser tiefen Grube befindet sich ein Käfig mit einem rauchenden Holzhaufen darunter und einigen menschlichen Knochen im Inneren, sowie einige scheinbar äußerlich noch recht unversehrte Siedlerleichen. Hier wurden wohl Menschen verbrannt. Man mag sich kaum vorstellen, ob die Raider hier wirklich nur die Toten oder vielleicht auch lebendige Gefangene gefoltert und getötet haben. Bei Raidern ahne ich ja meistens das Schlimmste. Sehr oft trifft man in diesen Gruppen einige sehr sadistische und grausame Individuen. Einige Teile dieses Bergwerks wurden über die Zeit hinweg verschüttet. Ein Eingang in einen Innenbereich scheint allerdings noch sehr gut erhalten zu sein. Doch irgendetwas ist an diesem Ort faul, denn schon am Eingang zu diesen Höhlensystemen nimmt unsere Hauptfigur seltsame Geräusche wahr. Ob wir diese Tür wirklich öffnen sollen? Selbstverständlich.
Das Innere dieses Bergwerks ist extrem gut ausgeleuchtet. Und einige Fallen wurden hier angebracht. Nachdem wir uns etwas tiefer in das Bergwerk vorwagen, merken wir auch schon, dass sich auch hier die Raider niedergelassen haben. Diese Raider sind offensichtlich entweder sehr mutig oder sehr dumm, denn die Beben, die diese Höhle immer wieder ins Wanken bringen, sprechen nicht gerade für einen sicheren Unterschlupf. An der ersten Station innerhalb dieses, wie wir noch lernen sollten, sehr tiefen Höhlensystems finden wir ein kleines Raiderlager. Das Innere ist nicht die Raiderstadt, die ich nach der Begrüßung an der Oberfläche erwartet habe, sondern nur ein kleines, kaum nennenswertes Lager. An dieser Station finden wir außerdem einen Terminal, an dem wir Folgendes lesen können. Mitteilungen. Dringende Mitteilung. Nachricht von Geschäftsführung. Nachricht an Bob Stanson, Station 1. Empfangen. Bob, wir brauchen Sie umgehend an Station 4. Sobald Sie da sind, werden wir alles Weitere erklären. Gezeichnet die Geschäftsführung. Bisher noch ein relativ unauffälliger Eintrag. Der zweite Punkt unter Mitteilungen trägt den Namen an die Geschäftsführung und liest sich wie folgt. Nachricht von Bob Stanson Station 1. Nachricht an Geschäftsführung. Empfangen. Bitte um neue Stützbalken. Mehrmals abgelehnt. Danke für die zusätzliche Polsterung am Terminal von Station 1. Produktion von Station 1 auf Jahreshöchststand. Sie alle machen eine großartige Arbeit. Gezeichnet Bob Stanson Projektmanager Station 1. Und dann finden wir dort noch die Nachricht Bericht zu Station 1. Nachricht von Bob Stanson, Station 1. Nachricht an Geschäftsführung. Empfangen. Die Produktion in diesem Bereich läuft weiterhin gut. Ausgezeichnete Belüftung, gute Arbeitsmoral. Unfallfrei seit 93 Tagen. Gezeichnet Bob Stanson, Projektmanager Station 1. Unter dem Punkt Sicherheitshinweise können wir weitere drei Einträge finden. Der erste Eintrag trägt den Namen Schutzbrillen. Nachricht von Geschäftsführung, Nachricht an Projektmanager, alle empfangen. Bitte erinnern Sie alle Mitarbeiter daran, ihre Schutzbrillen zu tragen. In diesem Monat haben schon 4 Personen ein Auge durch herunterfallende Gesteinsteile aus den Maschinen verloren. Es ist ganz einfach, tragen Sie Ihre Schutzbrille. Wenn wir den letzten gefundenen Augapfel als Beispiel mitbringen sollen, können wir das gerne tun. Gezeichnet die Geschäftsführung. Im nächsten Punkt mit dem Namen herunterfallendes Geröll können wir Folgendes lesen. Nachricht von Geschäftsführung. Nachricht an Projektmanager, alle empfangen. Denken Sie daran, dass wir in einem Steinbruch unter zum Teil gefährlichen Bedingungen arbeiten. Wir haben Balken an den Stellen errichtet, an denen Sie mit dem geringsten Materialaufwand die beste Abstützung bieten. Hierbei handelt es sich um eine Kostenreduzierung, mit der wir im Laufe der Jahre viel Geld einsparen können. Sollten Sie oder Ihre Mitarbeiter etwas Rumoren hören oder eine Instabilität feststellen, warten Sie, ob sich das Problem nicht von selber löst. Wenden Sie sich andernfalls an Ihre Leiter, um einen Termin auszumachen, an dem wir uns mit der Situation befassen können. Wie überall in der Fallout-Welt, so scheint es zumindest, wurde hier vor dem Krieg also wieder gewaltig Geld gespart und dadurch wurden Menschenleben aktiv gefährdet. Dann finden wir noch den dritten Punkt, der diesen Eindruck wahrscheinlich nochmal gehörig verstärken dürfte, denn er trägt den Namen Geländer. Nachricht an Geschäftsführung, Nachricht von Projektmanager, alle empfangen. Genau wie unsere Stützbalken kosten auch Geländer Geld. Wir haben sie dort errichtet, wo es uns angemessen erschien. Allerdings ist es bei mehreren Unfällen zu tödlichen Stürzen von Arbeitern gekommen, besonders in der Nähe von Station 2. Nehmen Sie sich bitte Zeit, um die Arbeiter daran zu erinnern, sich die Umgebung genau anzuschauen und sich nicht an die Geländer zu lehnen. Einige sind verrostet und eventuell nicht mehr stabil. Wir inspizieren die Geländer alle 6 Monate. Sollten Sie also eines finden, das nicht mehr standfest ist, sind wir wahrscheinlich im Rückstand und werden uns in Kürze damit befassen. Kein Grund also, eine weitere Beschwerde einzureichen. Gezeichnet die Geschäftsführung. Dann finden wir noch den Überpunkt nächste Veranstaltungen.
Und dort finden wir die beiden Punkte Happy Hour und jährliches Picknick. Unter dem Punkt Happy Hour können wir lesen, Nachricht von Geschäftsführung, Nachricht an Projektmanager, alle empfangen. Es ist mal wieder soweit. In der Grube, Station Nummer 3, erwartet sie die nächste Happy Hour. Getränke stehen zur Verfügung und die Rechnung wird wie immer unter allen aufgeteilt und vom nächsten Gehalt abgezogen. Sie müssen also kein Geld mitbringen. Gehen Sie bitte verantwortungsbewusst mit Alkohol um. Wir möchten keinen weiteren Vorfall wie bei der letzten Happy Hour erleben, bei dem Cherry einen tödlichen Sturz erlitten hat. Gezeichnet die Geschäftsführung. Es ist schon seltsam, dass dieses Unternehmen in einer offensichtlich gefährlichen Grube ausgerechnet Alkohol ausschenkt. Aber gut. Und im letzten Punkt jährliches Picknick lesen wir noch Folgendes. Nachricht von Geschäftsführung. Nachricht an Projektmanager, alle empfangen. Das diesjährige Picknick wird unabhängig vom Wetter in der Nähe des Eingangs zum Steinbruch stattfinden. Sie können gerne Ihr eigenes Essen mitbringen. Nuka-Cola wird von uns zur Verfügung gestellt. Falls Ihre Kinder ebenfalls kommen, behalten Sie sie bitte im Auge. Besonders dann, wenn Sie in der Nähe der Klippe des Steinbruchs spielen. Um einen Vorfall wie im letzten Jahr zu verhindern, freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir einen zusätzlichen Wachbot von Robco erhalten haben, der für Ordnung sorgen wird. Gezeichnet die Geschäftsführung. Nun fragt man sich natürlich, was ist bitte beim Picknick, beim Firmenpicknick letztes Jahr passiert, dass ein Wachbot als Sicherheit eingesetzt werden muss. Es sieht fast so aus, als gab es dort gewalttätige Auseinandersetzungen. Und zwar wahrscheinlich einer lebensbedrohlichen Art, denn anders kann man den Einsatz von so schweren Geschützen wie einem Wachbot bei einem Picknick kaum rechtfertigen. Mysteriöse Dinge gehen hier in diesem Bergwerk vor. So viel kann man jetzt schon mal sagen. Diese Firma hat nicht nur sehr wenig Wert auf das Leben ihrer Mitarbeiter gelegt, sondern dies wohl auch noch aktiv gefährdet. Eine Happy Hour in einer schlecht gesicherten Grube, die jederzeit einstürzen könnte, in der Alkohol an die Mitarbeiter ausgeschenkt wird, Sicherheitshinweise der Arbeiter werden permanent ignoriert, und ein Firmenpicknick, bei dem eine schwere militärisch ausgerüstete Robotereinheit für Sicherheit sorgen muss. Was ging hier vor dem Krieg vor sich? Aber hier machen wir an der Stelle erstmal einen Schlussstrich. Dunwich Boris ist eine überaus interessante und spannende Location, die ich wirklich nicht verkürzen oder verknappen will. Hier muss man sich die einzelnen Details wirklich genau ansehen. Gleichzeitig möchte ich aber wirklich unbedingt meinen Vorsatz aufrechterhalten, jeden Tag wenigstens ein Video zu veröffentlichen. Unter dieses Video ansonsten Überhand nehmen würde und das meine Pläne von täglichen Videos so ziemlich durchkreuzen würde, muss ich hier jetzt für heute mal einen Cut machen. Aber keine Angst, nachdem diese Aufnahme abgeschlossen ist, nachdem dieses Video hochgeladen ist, setze ich mich sofort an den zweiten Teil und beim nächsten Mal geht's dann auch schon genau hier weiter. Danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, liken und abonnieren nicht vergessen. Und Patreon plus Zusatzvideo. Ihr kennt den ganzen Spaß. Und der nächste Teil ist quasi schon in Arbeit. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein.